Hallo, ich drehe dieses Video jetzt schon zum dritten Mal. Beim ersten Mal war die Qualität so schlecht, beim zweiten Mal weiß ich gar nicht, was da war. Und jetzt drehe ich das zum dritten Mal. Ich werde den Serientag heute machen, weil ich Serien liebe und ich dachte, dass das eigentlich mein Tag ist. Ich werde meine Fragen von meinem Laptop ablesen, deswegen gucke ich noch da. Und ja, dann fangen wir mal an, weil es sind, wie viele Fragen sind es? 16. Deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Und zwar die erste Frage ist, was war deine erste Serie, die du total geliebt hast? Ich glaube, es war Glee. Weil, also das war so die erste Teenie-Serie, die ich geliebt habe. Die lief immer bei Super RTL 2010 oder 2011 um 20.15 Uhr und ich habe es so geliebt. Und ich durfte damals noch nicht so lange aufbleiben und konnte vielleicht dann mal so eine Viertelstunde noch von der Folge gucken, aber ich liebe es einfach nur. Weiß nicht, weil es einfach toll. Und wenn es so eine Kinderserie wäre, dann wäre es, glaube ich, Zack & Cody oder Wings. Das war so, also so die typischen Serien, so Hannah Montana, Zauberer von Waverly Place, sowas. Aber ich glaube, ich würde sagen, es war Glee. Deine aktuelle Lieblingsserie? Das ist eine gute Frage. Im Moment schaue ich Once Upon a Time und Full House. Aber Full House wird manchmal langweilig. Deswegen würde ich sagen Once Upon a Time. Meine allerliebste Lieblingsserie ist Teen Wolf. Das wird immer so Nummer 1 bleiben. Ja, machen wir weiter. Wenn du dir einen Charakter einer Serie aussuchen dürftest, mit dem du eine Beziehung führen könntest, wer wäre das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Onkel Jesse von Full House. Ich finde, der ist sehr verdammt sweet. Und der ist jetzt zwar mittlerweile 54 und damals war er so 25 oder so, aber ich würde ihn immer, wenn er noch jung wäre und nicht berühmt wäre und wir uns treffen würden, dann würde ich den nehmen, weil der ist sehr süß. Dein Lieblingsgenre bei Serien? Fantasy, Supernatural-mäßig, weil Teen Wolf ist ziemlich so mit Werwölfen und allem. Once Upon a Time ist so Fantasy, weil da gibt es eher so Märchen. Und Stranger Things kann ich nicht ganz zuordnen. Ich glaube, es wird auch so Supernatural-Zeug. Dann gucke ich aber auch Full House, was eher so familienmäßig ist. Aber ich glaube, wenn es um spannend geht, dann würde ich sagen Supernatural. Übernatürliches Zeug, das finde ich nice. Obwohl ich keine Vampire Diaries schaue, weil mir das nicht so gefällt. Und kein Shadowhunters, da habe ich die erste Staffel geguckt. Die hat mir voll gefallen und die zweite hat mir gar nicht gefallen. Aber ja, größter Girl Crush. Ich glaube, ich habe gar nicht so einen starken Girl Crush. Ich glaube, es wäre Snow White von Once Upon a Time, weil die liebe ich. Die habe ich am Anfang schon, als ich die Serie angefangen habe, war es meine Lieblingscharakterin. Und sonst, ja, ich glaube, es war Snow White. Größter Boy-Crush. Uncle Jesse. Am Anfang mochte ich Prince Charming von Once Upon a Time voll, aber das mag ich nicht mehr so. Und bei Teen Wolf mochte ich immer Scott McCall voll gerne, aber der ist ein bisschen langweilig. Sorry, wenn ich mit Zayt anfange. Als Styles ist so, der macht Teen Wolf so irgendwie nochmal besser. Aber ich glaube, ich würde sagen, Uncle Jesse. Meine Antwort zu allem ist irgendwie Uncle Jesse. Welche Serie wird unterschätzt? Diese Frage, zu der werde ich immer die gleiche Antwort geben. Teen Wolf. Voll viele sind beim Namen abgeschreckt, weil es Teen und Wolf. Also dann denken viele, dass es eine Teenager-Serie ist, was ja irgendwie auch so ist. Die ersten drei Staffeln oder die ersten zwei Staffeln sind jetzt nicht so die anspruchsvollsten. Da geht es auch nicht so um, also es ist jetzt auch nicht so gruselig oder es muss ja noch nicht mal gruselig sein, aber da. Ich lieb's, aber für andere ist, glaube ich, nicht so. Die dritte Staffel ist meine Lieblingsstaffel. Das ist meine absolute Lieblingsstaffel. Und ich finde, ab der dritten Staffel wird es so eher nicht mehr Richtung Teen, sondern eher so Adult Wolf. Also ich werde zu der Frage immer Teen Wolf antworten, weil ich habe das Gefühl, ich muss Teen Wolf verteidigen, wenn ich darüber rede, weil viele dann sagen, das ist doch so eine Babyserie. Und ich sage, nein, manchmal kann ich deswegen nicht schlafen. Aber sonst, Teen Wolf. Dein Guilty Pleasure. Ich habe, glaube ich, gar kein Guilty Pleasure. Keeping Up with the Kardashians ist ja noch nicht mal, das guckt da irgendwie schon jeder. Deswegen, ich glaube, ich habe keine. Kaufst du dir Serien-Merchandising? Ja, aber nicht so wirklich T-Shirts, sondern eher so andere Sachen, so Poster. Ich habe so kleine Bilder von Once Upon a Time, die sind so selbst gemalt. Selbst gezeichnet und die sind so schön. In welchem Serienuniversum würdest du gerne leben? Ich glaube, Stranger Things wäre verdammt gruselig. Da würde ich wahrscheinlich ans Ende der Welt ziehen, weil ich Angst hätte. Once Upon a Time, weil ich glaube, das wäre voll interessant. Das ist jetzt nicht so gruselig. Ich meine, das Leben ist immer wieder in Gefahr, weil halt immer wieder ein Fluch kommt, aber das wäre richtig cool. Ich glaube, ich wäre Best Friends mit... Nee, Snow White nervt manchmal. Aber ich glaube, ich wäre mit der Best Friends
ergibt es nicht wirklich viel Sinn, aber ich glaube in Storybrooke oder ich weiß gerade nicht, wie man den Ort nennt von denen. Im Enchanted Forest. Mhm. Welchen Charakter einer Serie würdest du gerne spielen? Eleven. Oder Elf. Elf. Die würde ich voll gerne spielen. Ich glaube, es wäre richtig lustig. Oder es wird richtig Spaß machen. Nächste Frage. Welcher Kinofilm sollte als Serie umgesetzt werden? Maze Runner. Aber ich glaube, das wäre dann irgendwann langweilig. Ich gucke nicht so wirklich Filme. Vielleicht Der Zauberer von Oz. Ich glaube, das wäre richtig cool. Wenn es dann immer so neue Folgen geben würde. Und neue Abenteuer. Ist ja schon bei Once Upon a Time irgendwie. Gibt es da schon viele Sachen. Wegen der Wicked Witch. Aber ja. Welchen Seriencharakter hast du? Möchtest ihn am liebsten töten und aus der Serie schreiben? Und warum? Ich glaube, ich würde keinen Charakter töten. Weil... Nee. Aber wen ich überhaupt nicht leiden kann, ist Rumpelstiltskin von Once Upon a Time. Der nutzt Belle so aus und er denkt halt nur an sich. Wenn es dem nicht gut geht, dann muss Belle immer bei ihm sein. Aber wenn der was durchziehen will, dann zieht er das durch. Und das interessiert ihn dann nicht, wie es Belle geht. Oder wenn er Belle zurückhaben will, dann erpresst die und er tut alles, sie so zu bekommen. Aber das ist schon nicht mehr normal. Und die kommt halt immer wieder zurück zu dem. Also eigentlich ist es ihr Pech, aber ich kann ihn nicht leiden. Ich weiß nicht, kann er nicht leiden. Welche Serie hast du komplett durchgeschaut? Scum, das ist so eine norwegische Serie, so eine Teenie-Serie. Stranger Things. Famous in Love. Pretty Little Liars. Teen Wolf? Ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, das war's. Die Frage ist, welche Serie findest du am schlechtesten? Also ich finde, es gibt keine Serie, die schlecht ist, aber welche ich nicht gut finde und langweilig finde, ist Gossip Girl, aber das ist immer so Geschmackssache. Ich finde, ich versuche es immer wieder mit der Serie, ich gebe es immer wieder einen Versuch. Manchmal hat es wirklich gute Folgen, dann denke ich mir so, wow, good job. Sorry, eine kleine Unterbrechung. Jetzt mache ich weiter und zwar, wo war ich? Welche Serie findest du am schlechtesten? Also ich finde keine Serie schlecht. Ich finde es immer Geschmackssache. Aber welche Serie ich nicht mag und ich auch nicht so gut finde, ist erstmal Gossip Girl. Ich weiß nicht, wie man das durchsuchten kann. Ich finde, da gibt es Charaktere, die so einfach so legendär, das sieht blöd an, aber die muss man einfach so kennen. Also welche Serie ich gar nicht mag, ist Supernatural und American Horror Story. Ich finde, das ist schrecklich gruselig. American Horror Story kann ich überhaupt nicht leiden. Also es tut mir leid, wer mich jetzt hasst, aber ich finde, das ist so psycho und es geht einem so auf die Birne. Also wenn man sowas aushalten kann, dann herzlichen Glückwunsch. Ich kann es nicht. Ich habe meine Folge aus der, die erste Folge von der 5. Staffel geguckt und ich habe immer noch Albträume davon, weil es so krank war. Also nicht Albträume, aber ja. Auf jeden Fall, welche Serie ich nicht mag, ist Gossip Girl. Und American Horror Story und Supernatural. Erzähle von einer Lieblingsszene. Also, ich lese die Fragen gerade von hier, von dem Blog. Und die oder der meinte auch, dass alle Szenen mit Dylan O'Brien in der zweiten Staffelhälfte der dritten Staffel von Teen Wolf, also 3B, kann ich nur zustimmen. Die dritte Staffel von Teen Wolf, eigentlich so die Hälfte, also die 3B, ist so gut. Ich sag jedem, die Teen Wolf gucken. Guckt die dritte Staffel. Macht danach eure ganzen Thoughts. Denkt euch, was ihr wollt über die Serie, aber tut nicht voreilig über die Serie urteilen, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Schaut die dritte Staffel, die ist so gut. Sag ich immer wieder. Und deswegen alle Szenen mit Dylan O'Brien, weil der kann einfach verdammt gut schauspielern. Ah doch, ich habe eine Lieblingsszene. Da, wo er, ich glaube, das ist vorletzte Folge, wo Styles oder dieses Negitsune, ich weiß nicht, was das Ding war, auf Lydia und den richtigen Styles zugeht und so sagt, ja, ihr könnt mich nicht umbringen, ich bin 1000 Jahre alt, man kann mich nicht umbringen. Die ist so gut. Wow, die ist so gut. Ich kann immer nur noch schwärmen. Ich gucke die mir manchmal 1000 Mal an und die geht so 10 Sekunden. Ein bisschen psycho, aber okay. Welche Serie willst du als nächstes sehen? Ich möchte unbedingt Fuller House gucken, weil ich immer noch bei Full House bin und das manchmal ein bisschen langweiliger wird, weil ich habe diese Anfang geliebt wegen Stephanie, als sie so jung war. Da war die so süß. Dann war aber Michelle irgendwie süß, als sie so 3 war oder so. Dann habe ich deswegen geguckt. Und Stephanie war schon nicht mehr so süß, weil die schon erwachsener wurde. Und dann wurde die aber auch erwachsener, die Michelle. Michelle. Und dann haben Aunt Becky und Onkel Jesse geheiratet. Und da waren die so süß. Und jetzt sind sie ein bisschen langweilig. Deswegen, ich möchte Full House gucken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen
Und falls das Video irgendjemand sieht, könnt ihr mir eure Lieblingsserien unten reinschreiben. In die, nicht in die Infobox, in die Kommentare. Ich würde jetzt sagen, noch like und subscribe. Oder hier. Nee, ist egal. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!